Liebe Mutter Gottes, hilf mir, die Menschen zu bekehren. Die Mutter Gottes wird Ihnen sicher helfen, dass Sie Ihr Leben ändern können, dass Sie die Kraft haben, ich will mein Leben endlich nicht ändern. Wir wollen unser Leben nicht ändern. Wir wollen unser Leben nicht ändern. Wir sind zufrieden. Warum? Aber Sie leben in Sünde. Begreifen Sie das nicht? Was für Sünde? Wer bestimmt das? Man kann nicht ohne Sakrament der Ehe glücklich zusammenleben. Wer bestimmt, was Sünde ist? Wer bestimmt es? Gott bestimmt es. Nein, wer ist bitte? Gott. Der hat aber viel zum Tun, der Gott. Der Gott hat, uns einen freien Willen gegeben. Genau. Ja. Und in den freien Willen können wir uns entscheiden, was gut und was böse ist. Auch. Und vorher geht es nicht um Böse ist, entscheidet Gott. Aber was ist fürs Gute oder fürs Böse entscheidet, das entscheidet der Mensch. Noch die zehn Gebote. Ja, noch die zehn Gebote. Ja. Ist alles bestens. Ich bringe niemanden um, ich tue niemanden bestellen, ich tue niemanden betrügen. Was ist denn das sechste Gebot? Das ist ein Blödsinn, das stammt aus einer Zeit, wo die Menschheit 2 Millionen... Jetzt könnten die 10 Gebote auf einmal nicht mehr. Jetzt haben sie gerade vorher gesagt, sie Menschen gehört. Waren auf der Welt damals zu der Zeit. 2 Millionen. Und jetzt haben wir bald 8. In den nächsten Jahren sind wir bald 8 Milliarden. Ja? Ja. Und was sagt es drauf, dass wir Geburtenbeschränkung brauchen, nicht bei jedem Verkehr? Man soll nicht Ungleichheit treiben. Ja? Was für und man soll nicht Ehebrechen. Ja, und Sie tun dauernd Ehebrechen. Nein, Ehebrechen, Ehebrechen tun wir nicht. Selbstverständlich. Ehebruch ist, wenn ich verheiratet bin und mit dem Fremden gehe. Verlässt, das ist Ehebrechen. Ja, und mit wem anderen zusammenlebt, dann ist das ein permanenter Ehebruch. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Natürlich. Das ist Ihre persönliche Anschauung, aber nicht meine. Das ist Gottes Gesetz. Das sind die 10 Gebote. Gottes man Gesetz. Soll nicht begehren des nächsten Mann oder Frau. Das darf man ja nicht. Wo ist er irgendwo, wo ich hätte? Aber Sie haben sie doch getrennt beide. Er hat die Kinder von einer anderen Frau. Ja, und? Das sind nicht Ihre Meine Frau ist gestorben, bitte. Was hat das denn gemacht? Was hat das damit? Meine Frau und Sie sind geschieden. Ja, was hat das damit? Warum sind Sie nicht bei Ihrem Mann geblieben? Gott sei Dank bin ich nicht bei ihm geblieben, weil dann hätte er wahrscheinlich ein anderes Leben gehabt. Gott verzeiht einen jeden einzelnen Sünder. Nur wenn der bereut, der Sünder. Nein, die Sünden, das ist lachhaft, was Sie jetzt da bringen. Das ist lachhaft? Ja, das ist lachhaft. Sie beleidigen Gott. Ja? Ich tue ihn nicht beleidigen. Moment, Sie beleidigen ihn. Wenn Sie sagen, dass Sünden lachhaft sind, dann ist das sehr beleidigend. Wer ist Gott? Gott hat sich für unsere Sünden geopfert. Wer soll lassen? Wer sagt das? Weil wir Sünden wegen haben. Gott und Sie haben die Sünden so lachhaft. Genagelt lassen, das ist lachhaft. Ja, das genau für ist, Sie nein, hat er sich nein. mit Dornen hängen lassen, geißeln lassen, umkreuzigen. Warum hat er das gemacht? Wirklich warum? Nicht. Für Ihre Sünden, bitte. Für meine Sünden. Er hat uns in die Welt gesetzt. Er hat uns geschaffen. Ja.